Dann die zweite Stütze einer frommen Gesellschaft, die wir benötigen, ist وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّي. Die Jugend. Ihr, die hier sitzt, ihr seid die Grundlage für eine fromme und rechtschaffende Gesellschaft. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat um sich herum die Jugend geschart. Er hat gesagt, der Hadith ist nicht ganz authentisch, aber es ist hier richtig, Nasarani Shabab wa khadhani Shuyukh. Die Jugendlichen haben mich unterstützt, während die Alten mich im Stich gelassen haben. Es ist Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam gewesen, dieser Jugendliche, der sein Haus geöffnet hat in Mekka für den Propheten Muhammad und für die Muslime, dass sie sich dort versammeln können. Es sind all diese jungen Männer und Frauen gewesen, welche den Islam gestützt haben. Und eine Gesellschaft, wo die Jugend fromm ist, ist eine Gesellschaft, die Zukunft hat. Eine Gemeinschaft, eine Moschee, in die nur Greise kommen, ist eine Gemeinschaft, die dem Untergang geweiht ist, die aussterben wird. Aber eine Gemeinschaft, in der Jugendliche sind, wie ihr es seid, ist eine Gemeinschaft, welche Zukunft hat. Mit all den Problemen der Jugendlichen. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Aber eine Gemeinschaft, eine Moschee, in die nicht Jugendliche kommen, ist eine ausgestorbene Moschee. Ja, es ist zwar schön, dass dort ältere Menschen hinkommen, aber wie gesagt, diese Menschen werden irgendwann mal gehen. Was ist mit der Jugend? Was ist mit dem Nachwuchs? Und dementsprechend, ihr seid der Nachwuchs. Ihr seid diejenigen, auf die sich der Islam stützt. Ihr seid diejenigen, welche die Zukunft des Islams hier in Berlin, in Deutschland und weltweit sind. Jeder Einzelne von euch. Jeder Einzelne von euch und jede Einzelne von euch ist eine Stütze des Islam. Und jeder Einzelne und jede Einzelne kann sehr viel bewirken. Genauso wie die Jugendlichen zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genauso wie Ali ibn Abi Talib. Genauso wie Aisha radiallahu anha. Genauso wie Umar ibn Khattab, alles Jugendliche. Oder Asma bint Umays. Und Asma bint Abi Bakr al-Siddiq. All sie sind welche gewesen, die den Islam gestützt haben. Und da müssen wir hin. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt: "Yu'jibu rabbuka subhanahu wa ta'ala min ash-shabi laysa lahu sabwa." Allah Ta'ala, er wundert sich über einen Jugendlichen, der keine Sabwa hat. Sabwa, wie kann ich Sabwa übersetzen? Sabwa ist so etwas wie Rückfall oder etwas sozusagen, wo er ganz abkommt vom Weg. Ja, also der gefestigt ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, zu dieser Personengruppe zu gehören. Ihr habt die Möglichkeit, zu einer Stütze des Islams zu werden. Mit eurem Einsatz, mit eurer Kraft und mit eurer Frömmigkeit und mit eurer Festigkeit. Auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala.